willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios-Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unseren Patienten Herrn Prehm und den behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Margraf. Guten Tag zusammen. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Prehm, vor ungefähr einem halben Jahr hat sich Ihr Leben komplett verändert. Sie haben sich bei uns mit der Covid-Erkrankung vorgestellt. Das war ja im Grunde genommen ein wirklich sehr beeindruckender Verlauf, aber irgendwie muss es ja auch angefangen haben. Können Sie mal erzählen, mit welchen Symptomen Sie zunächst einmal Probleme hatten? Ja, das fing an, also halt am 20. Dezember habe ich ein Treffen mit meinem Schwager und meiner Schwägerin gehabt. Meine Schwägerin war auch zu dem Zeitpunkt wohl schon mit Covid infiziert und was das halt, wusste es aber noch nicht. Und dann habe ich am 23. habe ich also eine, ja, Schnoddernase mehr oder weniger, einen Anflug an der leichten Erkältung bekommen. Und am 24. Vormittags rief die Schwägerin an, sie wäre positiv auf Covid getestet. Daraufhin haben wir dann also halt die Nummer 116, 117 gewählt. Und da kam ein, ja, mobiler Tester, der kam dann vorbei gegen Mittag, hat mich dann getestet. Da ging es mir an und für sich auch noch relativ gut. Hab dem auch so halt noch alle Daten genannt, meine Telefonnummer, wo er zurückrufen sollte. Und ab nachmittags also halt ging es mir also für sich gar nicht mehr gut, was zu sagen. Habe ich auch von da ab, habe ich also nur aus Erzählungen meiner Frau noch Erinnerungen. Oder habe ich das, was ich, woran ich mich nicht erinnere, kriege ich von ihr erzählt. Ja, und dann rief dann am nächsten Tag das Gesundheitsamt an und hat dann gesagt, dass ich positiv getestet wäre und die sich dann also halt bei mir regelmäßig melden würden. Haben aber immer mit meiner Frau gesprochen, weil ich ja so halt gar nicht so richtig dazu in der Lage war, was zu machen. Und am 1. Januar ging es mir so schlecht, dass meine Frau also halt den Notarzt gerufen hat, weil ich auch Atemprobleme bekommen habe. Und seitdem war ich dann also halt im Asklepios in Heidberg auf der Intensivstation. Und ich, wie gesagt, weiß also halt gar nichts von dem Zeitpunkt. Das ist ja ein sehr beeindruckender Verlauf. Innerhalb von 7 Tagen verschlechterte sich also Ihr Zustand zunehmend. Und für die Hörer, die Sie jetzt persönlich nicht kennen, sind Sie vorerkrankt oder sind Sie ein gesunder 56 geborener Mann? Ich bin eigentlich ganz gesund und fit, habe viel mit meinen Enkeln rumgespielt und gemacht und getan. Also halt, ich habe also keine weiteren Vorerkrankungen gehabt. Das ist wirklich beeindruckend und hat uns auch, muss man sagen, nochmal davon überzeugt, dass diese Erkrankung wirklich kein Spaß ist. Jetzt ist es so, Herr Dr. Margraf, Sie sind auf der Intensivstation verantwortlich, nehmen einen solchen Patienten auf. Was sind denn die Kriterien, wo Sie sagen, das ist, geht nicht mehr mit Sauerstoff, so etwas ist eine Erkrankung, die bedarf einer Beatmung oder sogar weiterer Maßnahmen? Wie gehen Sie da vor? Also in der Regel ist es so, dass wir natürlich versuchen, eine invasive Beatmung zu vermeiden. Das heißt, wir versuchen, die Patienten spontan atmen zu lassen, so gut es geht. Man sieht dann erste Zeichen, zum Beispiel einer Erschöpfung, den Anstieg der Atemfrequenz. Man sieht auch, wenn die Sauerstoffsättigung im Blut mit den Mitteln, die man bis jetzt angewandt hat, nicht mehr ausreichend hoch ist. Oder aber auch die CO2-Konzentration, also das Stoffwechselendprodukt, was wir abatmen müssen, wenn das also weiter ansteigt. Weitere Parameter sind zum Beispiel Bewusstseinstrübung. An diesen Parametern machen wir das fest. Und jetzt ist es so, dass man im Grunde genommen da einen Beatmungsschlauch in eine Luftröhre bringt und dann beatmet, aber im Grunde genommen die Lunge krank ist. Das heißt, die haben dann irgendwann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Wir kennen alle die Bilder aus Bergamo, wo Patienten auf dem Bauch liegen, um die Beatmung zu optimieren. Was macht man, wenn das nicht mehr reicht
und Patienten sowie unser Patient, Herr Prien, dann tatsächlich auch nicht mehr genug mit Sauerstoff versorgt werden, also ein Multiorganversagen droht. Ja, also auch das haben wir alles versucht, inklusive der Bauchlage. In diesem Fall war der treibende Faktor für die Verschlechterung eine zusätzliche Lungenembolie und dann eher eine Ventilationsstörung mit Anfall von Kohlenstoff. Und in dem Rahmen ist das Blut sauer geworden und das ließ sich also nicht mehr mit einer konventionellen Beatmung erreichen. Und darum haben wir uns dann entschlossen, ein Lungenersatzverfahren einzusetzen. Wir haben solche Maschinen, die wir zum Beispiel bei der Wiederbelebung von Patienten einsetzen, die Blut aus dem Patienten herausführen über eine Pumpe, dann mit Sauerstoff anreichern und dann zurück in den Patienten führen. Und je nachdem, wie man die einsetzt, kann man also Herz- oder Lungenfunktion oder beides ersetzen. Und das haben wir in diesem Fall getan. Sie sind ja ein wirklicher Experte, was diese Kunstlunge angeht. Was ist denn so eine typische Verlaufsbeobachtung? Sind das 10 Tage oder 14 Tage? Wie lange braucht so eine Lunge, bis sie sich wieder erholen kann von Covid? Ach, das kann wochenlang dauern. Also wir hatten ja durchaus Patienten, die monatelang an dieser Kunstlunge lagen. Und unser aktueller Patient hatte das Glück, dass das Ganze einen relativ kurzen Verlauf genommen hat und wir bereits nach 10 Tagen diese Beatmung beenden konnten. Also diese Form des der Kreislauf- und Lungenunterstützung beenden konnten. Wir sind also eins von wenigen Zentren in Hamburg, die Kunstlungenexperten haben und auch die künstlichen Lungen vor Ort. Und ich kann auch berichten, dass wir Patienten tatsächlich zur Lungentransplantation verlegen mussten. Also auch diese künstliche Lunge ist dann irgendwann nicht mehr in der Lage, tatsächlich alles zu retten. In Ihrem Fall, Herr Prien, haben wir es dann tatsächlich geschafft und die Kurve gekriegt und haben nach knapp 14 Tagen die künstliche Lunge entwöhnen können. Können Sie, woran erinnern Sie sich zum ersten Mal, als Sie auf den Gesichtsstation aufgewacht sind? Da habe ich im Moment also gar keine Erinnerung, was zu sagen. Ich kann mich also da auf der Intensivstation an ja so gut wie gar nichts erinnern, was zu sagen. Also das Heidberg-Krankenhaus ist tatsächlich ein schwarzes Loch. Das ist nicht schlimm. Und ja. Wie war das in Plau am See zur Neurophyria? Haben Sie daran Erinnerung, wie Sie wieder Also ich kann mich daran erinnern, als ich vom Heidberg also halt dann auf die Trage gebracht wurde. Meine Frau war vorher da und hatte noch Sachen von mir gebracht, eine Tasche und was, die ich denn mitnehmen sollte nach Plau am See. Und dass ich da also halt dann in Krankenwagen verlegt wurde und dann die 200 Kilometer nach Plau am See in liegender Position im Krankenwagen also halt transportiert wurde. Ja, das ist aber doch eine schöne Reise dann gewesen wahrscheinlich. Das heißt, Ihnen fehlen diese 6 Wochen aus Ihrem Leben. Wenn Sie jetzt zurückblicken, das sind ja jetzt knapp 8 Monate, wie sehr sind Sie jetzt wieder im wahren Leben angekommen? Arbeiten Sie wieder oder sind Sie wieder im Garten tätig? Was ist Ihre Befähigung im Alltag? Also ich bin also halt so jetzt, ich bin ja, bin am 3.6. Im Plau am See entlassen worden. Und seitdem arbeite ich noch nicht wieder, weil ich immer noch also halt Probleme habe mit der Lunge. Wenn ich mich anstrenge und was, komme ich sehr schnell in die Kurzatmigkeit und muss mich dann also halt auch ausruhen. Da geht also halt gar nichts. Ich kann also halt so, ja, leichter arbeiten kann ich machen. Ich bin also auch wieder im Garten tätig, was also halt, muss man mähen meinen Rasen oder unseren Rasen. Das, wo ich früher also nur eine Pause zum Akkuwechseln gemacht habe, also halt, da brauche ich jetzt also halt 3 Pausen. Das schaffe ich also halt nicht in einem Stück. Und Hecke habe ich auch schon mal wie geschnitten bei uns. Und was, da habe ich 3 Tage für gebraucht, und was ich sonst im halben Tag gemacht habe. Also allerdings muss man sagen, dass die vor noch nicht mal 2 Monaten aus der Reha entlassen worden sind. Ja. Das sind eigentlich schon ganz schöne Erfolge, muss man sagen. Ja auch nicht das Ende der Fahnenstange. Sie können ja sich jetzt weiter aufbauen und Sie leben zu Hause, sind wieder voll im Leben angekommen. Also eine ernste Erkrankung. Was denken Sie über Impfgegner oder Menschen, die diese Krankheit verleugnen?
Da kann ich denen nur sagen, sie sollen sich gerne mit mir unterhalten. Also halt, ich möchte diese Erkrankung nicht wieder haben. Und so war es also halt. Und deshalb können sich diese Gegner also gerne mit mir unterhalten. Ich kann denen sagen, wie schlimm diese Krankheit ist. Und dass es da doch besser ist also halt, sich zu impfen. Also Ihnen werden die das sicher glauben. Wir können uns sehr glücklich und dankbar schätzen, dass wir diese Prise Glück auch hatten, Sie da wieder rauszuholen. Denn auch wir glauben, dass obwohl wir viele Experten an Bord haben und viele Geräte, dass Sie sozusagen auch diese Prise Glück brauchten, um diesen schönen Verlauf zu haben. Sie machen vielen unserer Intensivpflegenden Mut und auch unseren Ärzten, dass wir jede Minute den Glauben an eine solche Verlaufskurve wie Ihre nicht verlieren. Und dafür danken wir Ihnen sehr. Vielen Dank für dieses Interview und vielen Dank für den Mut, den Sie vielen Erkrankten und Angehörigen machen. Und natürlich auch vielen Dank an unseren Experten, Herrn Dr. Margraf, auch im Namen der gesamten Mannschaft des Team Nordherz an der Asklepios Klinik Nord in Heidberg gilt unser Dank Ihnen, Herr Prehn. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ja, das ist halt, in dem Anflug kann ich mich also auch nochmal beim ganzen Team des Asklepios Heidberg bedanken, ohne die ich das wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Was ist halt, ich bin sehr froh, dass das Team so gut gearbeitet hat. Und das Glück war eben halt auch bei mir noch ein bisschen, half mir auch noch ein bisschen, also halt, dass ich also halt wieder das erreicht habe, was ich heute erreicht habe. Was also halt. Und bin also halt für die Zukunft also halt auch zuversichtlich, dass ich also halt auch wieder also halt irgendwann den Status erreiche, den ich vor der Erkrankung mal hatte. Das freut uns sehr, Herr Prehn. Also auch unser Eindruck war, dass Sie sich da sehr gut wieder aus diesem Tal herausgearbeitet haben. Sie vergessen dabei, dass zu dem Zeitpunkt, als wir Sie in die Reha verlegt haben, Sie sich noch nicht mal im Bett wenden konnten, geschweige denn auch nur ein Wort aufschreiben konnten. Und selbst wenn jetzt die Hecke 3 Tage braucht, glaube ich, ist der Weg ein richtiger. Das ist also ein Fortschritt, also halt gegenüber damals. Da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass es also so ist. Also Sie haben Ihren Teil getan. Die Reha-Klinik Blau am See hat auch sehr viel getan. Also halt, da konnte ich mich ja auch erst, ich weiß nicht, bei 10 Tage oder sowas habe ich gebraucht, bis ich angefangen habe, leichte Zuckungen und Bewegungen in meinem Körper also halt wahrzunehmen und die dann eben halt ausgebaut habe. Ja, ne, ich das ist uns da bewusst, was das für ein langer Weg ist. Das ist wirklich ein sehr langer Weg. Ich habe also halt alles wieder neu lernen müssen. Ich habe neu laufen lernen müssen. Ich habe also halt neu lernen müssen, zu essen, zu schlucken und wie auch immer. Also halt, das ist alles also halt ja ein langer Weg gewesen. Ein Weg, der sich gelohnt hat. Er hat zum Ziel geführt, Sie sind wieder zu Hause, es geht Ihnen gut und genießen den Sommer 2021. Das freut mich sehr und im Sinne einer guten Genesung wünschen wir alles Gute. Bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf. Das mache ich. Vielen Dank nochmal. Ja. Tschüss, Herr Prehn. Ja. Tschüss, Herr Dr. Margraf. Ja, tschüss.